So, hallo, herzlich willkommen im Wildwuchsgarten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe hier schon die Beete vorbereitet übers Wochenende. Wir waren heute schön spazieren und haben gerochen, wie die Pflanzen riechen, die jetzt anfangen zu blühen. Und man riecht förmlich den Nektar schon in der Luft. Ich nehme euch heute mit ins Badezimmer oben in unserer Anzuchtstation. Da könnt ihr mal sehen, was die Chilis machen. Wir nehmen ja teil an der Chili Challenge 2024, ausgerufen von Malte vom Kanal Chili Garten Freak. Hier oben abonnieren. Unsere Aussaatvideos gibt es zwei Stück an der Zahl, die mit dieser Challenge zu tun haben. Dies ist jetzt das dritte und ich kann euch schon mal erzählen, es gibt etwas Neues zu berichten. Ja, dann lasst uns mal hochgehen ins Badezimmer. Da schauen wir uns da oben mal an, was unsere Anzucht macht, okay? Der Malte sucht den größten Chili-Baum im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen oben im Badezimmer. Das ist ein Badezimmer mit Himmelblick. Hier ist zwar meistens bewölkt und verregnet, aber man kann den Himmel sehen. Die Sonne scheint auch tatsächlich ein kleines bisschen rein, wenn sie scheint. Trotzdem haben wir hier Kunstlicht installiert, ist ja klar um diese Jahreszeit. Hier stehen ein paar Pflanzen. So viele sind es noch nicht, ich würde gerne mehr zeigen, aber ich denke, wenn ihr diesen Channel abonniert, sehen wir uns noch öfter wieder hier oben. Zumindest bis es draußen so richtig schön wird. Aber hey, März, wir sind ja schon fast dabei. Ich habe schon die Beete so ein bisschen sauber gemacht und wir machen uns schon Gedanken. In der Anzucht ist noch nicht so viel los. Ein paar Tomaten, ein bisschen Basilikum. Chilis haben wir natürlich. Darum geht es auch hier oben. Wir gucken, was die Achi Charapita macht. Achi, habe ich gelernt, heißt sie. Achi. Nicht Aji. Ich habe gesagt Aji wegen des J's, aber es ist natürlich Spanisch. Deswegen Achi Charapita. Die teuerste Chili der Welt. Dann haben wir noch andere Chilis, da gucken wir auch drauf. Die Longhorn, Thunder Mountain Longhorn habe ich ausgesät. Ich blende mal hier ein Bild ein, wo ihr sehen könnt, wie die aussieht. Abgefahren oder nicht? Cool, ja, ich bin total gespannt, wie die aussieht. Davon haben wir ganz viele. Das hier ist mein Tray hier so, super. Sieht toll aus. Die bekommt man schon mal, die sind ganz toll, passen auf die Fensterbank. 4 Stück, 5 € habe ich bezahlt beim Aldi, ist unschlagbar. Ist auch nur Plastik, ist sehr... sehr billig natürlich, ne? Aber ist ein guter Preis. Hält hoffentlich auch ein paar Jahre. Das sieht doch schon ganz gut aus, finde ich. Also, ich drehe es nochmal um. Die hier so ein bisschen aussehen wie Paprika, die erste Reihe ist ein bisschen geschossen irgendwie. Ich weiß nicht warum, die zweite Reihe nicht. Die haben die ganze Zeit schon dasselbe Licht, keine Ahnung. Das ist also die Thunder Mountain Longhorn. Die werde ich hier bald umtopfen müssen, weil die fallen bald um. Hier sind sehr schöne zu sehen. In der Tat, da kann man sehen, sind verschiedene Blätter, die doch sehr mehr nach Chili aussehen. Das sind alles die Thunder Mountain Longhorn. Hier noch 2 gewöhnliche, die ich ausgesät hatte. Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall was gekommen. Damit bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Allerdings. Hier drin habe ich die Achi Charapita ausgesät. 8 oder 12 Stück. Zugegeben, ich hätte auch doppelt so viel reintun können. Ich habe nämlich nur eine. Das reicht natürlich nicht für die Challenge, ne? Aber ich zeige sie euch trotzdem. Hey, hier, guck mal. Ist die nicht schön? Vor 2 Tagen hat sie sich von ihrer Samenkornhülle getrennt. Doch noch selbstständig. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Und aus dem Plastikpöttchen von den Champignons habe ich sie dann mal vereinzelt, weil sie ja Licht braucht, dass sie nicht schießt. Deswegen steht die hier immer schön unter Licht. Und bis heute hatte ich auch noch ein Marmeladenglas drüber. Und jetzt dachte ich, lasse ich sie mal so. Ja, die stehen dann immer auf der Heizung, haben es da schön warm zum Keimen. Ich weiß nicht, ob noch was keimt. Ich habe rausgefunden, das Saatgut von der Achi Charapita, sowohl das als auch von der Thunder Mountain Longhorn, habe ich von meinem Vater bekommen. Der hat einen Schrebergarten in der Nähe von Köln und da hat er natürlich auch Schrebergarten-Nachbarn und die bauen alle irgendwelche Pflanzen an und dann haben die natürlich ein reges Saatguttauschverhältnis da und da hat er die eben her. Jetzt habe ich rausgefunden, hat er mir erzählt, dass das Saatgut von der Achi Charapita schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ihr habt ja gesehen, ich habe das aus der ganzen Beere entnommen und die lagen so getrocknet doch schon ein paar Jahre rum. Ups, ist natürlich nicht so gut für die Keimung. Naja, drum war ich im Internet auf chili24 wahrscheinlich irgendwas.de und hab dort auch nochmal Achi Charapita Saatgut bestellt. Da waren 5 Stück drin, das müsst ihr euch vorstellen. Hier so gelbe Tütchen bekommt man da.
Ja, 5 Stück ist natürlich nicht viel, ne? Da muss ich dann sehr vorsichtig mit umgehen. Ich hatte ja 40, 50, 60 Samen. Meinte der Malte auch, der diese Challenge ins Leben gerufen hat, auch zu mir: Hey, du hast aber viel Saatgut, also nutz das doch und säe die alle aus. Habe ich auch gemacht. Deswegen stehen da hinten auf der Heizung auch noch 2 neue Pöttchen. In dem einen war mal Quark drin und in dem anderen ein Rosinenbrot. Lecker. Also Plastikpöttchen immer aufbewahren auf jeden Fall. Hier, das sind meine Lieblingspöttchen. Hier ist jetzt Basilikum drin. Hey, sweet, kann ich euch auch mal zeigen. Oh, wie schön, sieht aus wie Kresse. Die werde ich bei Gelegenheit vereinzeln müssen, aber ich kann hier unten auch, weil die ja unten auch durchsichtig ist, gut sehen, ob die Wurzeln schon sich verheddern. Tun sie nicht, also können sie noch ein bisschen da drin bleiben. Ja, Ferrero Rocher. Schmeißt sie niemals weg, die leeren Verpackungen. Die größte Verpackungssünde Deutschlands. Bei der Challenge liege ich also nicht unter den Top 5, aktuell würde ich mal sagen, sondern ich weiß nicht, ich hab's leider noch nicht geschafft, mir die Videos der anderen Teilnehmer alle anzugucken. Den Malte verfolge ich ein bisschen. Habe ich versäumt, verspreche ich, bis zum nächsten Mal nachzuholen. Dann kommen wir kurz zur Gibberellinsäure. Die bestelle ich jetzt doch nicht. Ich habe mit dem Malte gesprochen und er sagt, ja, die kannst du bestellen, die Pflanzen vergeilen dann aber ein bisschen, wie die Reihe Paprika, wie die paprikamäßig anmutende Reihe Chilis, die ich gerade aus dem Anzuchttrader gezeigt habe, wenn man sie mit Gibberellinsäure behandelt. Dann verkeimen sie möglicherweise aber schneller. Ich bin der Meinung, das muss auf die normale Art der Natur funktionieren. Ich denke, wir machen das einfach so schön 24 Grad. Notfalls muss ich Stecklinge nehmen von meiner einen. Ja? Dann gewinnen wir zwar nicht den Preis für die größte Chili, aber wir hätten zumindest 3, um ein bisschen einen Vergleichswert zu haben. Dann noch ein Nachtrag vom 10. März. Ich halte hier nochmal den Kleinen in die Kamera, habe auch extra Kunstlicht dabei. Mach mir bitte mal den Fokus. Wir sehen, das dritte Blatt, also das erste echte Blatt, ist jetzt endlich da. Die Pflanze scheint sich also in die richtige Richtung zu bewegen, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Aber es entwickelt sich alles sehr langsam auf jeden Fall. Also auch im Verhältnis zu den anderen Chilis wächst sie hier doch sehr, sehr langsam. Das muss ich schon sagen. Wahrscheinlich war das Saatgut wirklich zu alt. Wir schauen mal, was dann die neu ausgesäten machen. Das soll es jetzt für den Moment gewesen sein. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Demnächst gibt es mal ein erstes Gartenrundgang-Video für diese Saison. Wir haben viele neue Pläne da. Ein Folientunnel soll kommen. Beete haben wir schon fertig gemacht. Langsam beschäftigen wir uns damit, was da bald ausgesät wird. Eine kleine Runde nehme ich euch dann mit. Das Wetter ist ja schon so schön, ne? So, das soll es gewesen sein für den Moment. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit den Chilis und allem anderen bei uns im Garten, dann Wildwuchs abonnieren. Glocke drücken könnt ihr auch, dann werdet ihr sogar benachrichtigt. Ihr kennt das Spiel ja, ne? Okay, so, macht's gut. Wildwuchs, baby, 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 baby. So, baby, 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 baby. Lass ihn einfach stehen.